Heute ist zwar erst der 4. Januar, aber Sarah und ich, wir haben jetzt beschlossen, dass wir alles, was wir an Weihnachtszeug haben, schon mal zusammenräumen. Irgendwie ist Weihnachten jetzt auch vorbei. Wie jedes Jahr freue ich mich am allermeisten auf Knut, den Weihnachtsbaum nehmen und runterschmeißen. Da bin ich echt gespannt, weil so aus dem zweiten Stock, der wird schön fliegen. Das Ding haben wir von unserer Freundin Sasu geschenkt bekommen. Von unserer Cousine Biene. Komm. Okay, aber das Ding hier haben wir von Biene, von Sarahs Cousine bekommen. Das ist unser Hund Yumi, der leider letztes Jahr gestorben ist. Und jetzt hängt er jedes Jahr am Weihnachtsbaum. So, es ist soweit. Wir entsorgen den Weihnachtsbaum. Ich habe es jetzt noch 2 Tage vor mir hergeschoben. Und jetzt ist es soweit. Ich werde den Kindern jetzt noch einen schönen Platz bauen, damit die richtig gut zugucken können. Nämlich genau hier, weil da vorne von dem Balkon werde ich gleich den Baum schmeißen. Also wenn überhaupt, dann trifft es unseren Vorlesebus. Steck fest! Nein, steck fest! Scheiße! Wir sind auf dem Weg zu Sasu und Sven. Zum einen waren die gestern im Pool und haben Piroggen mitgebracht. Das heißt, zum Mittag gibt es heute Piroggen. Zum anderen wollen wir den kläglichen Versuch antreten, Schlitten zu fahren. Es hat nämlich geschneit. Oh, es ist Marthas erster Schnee. Es hat zwar geschneit, aber ich glaube nicht, dass es ausreicht, um Schlitten zu fahren. Wir werden es trotzdem probieren. So, wir haben den Rodelberg erreicht da hinten, haben aber entschieden, dass die Kinder da anfangen. Ich hab dich auf dem Kinder haben geübt auf dem kleinen Berg. Jetzt geht's auf die Zugspitze. Spaß gemacht, Sarah? Das erste Mal war das Beste, ohne Kinder. Das Beste war mit mir, nur ich war nicht dabei. Ich bin voll traurig, dass ich nicht rodeln konnte, weil ich diesen kleinen Zwerg hier auf dem Bauch habe. Aber dafür ist mir wenigstens vorne warm. So, das war wirklich ein langer Tag. Wir waren nach dem Schlittenfahren jetzt eben mit Magnus noch, war ich eben noch beim Schwimmen. Das war anstrengend, ja? Ja. Willst du noch was sagen? Gleich essen wir alle noch Abendbrot und dann geht's ab ins Bettchen. Guten Morgen.
Mir geht's heute Morgen richtig megamäßig gut. Wir haben seit kurzem eine Mitgliedschaft in so einem Fitness-Spa-Sauna-Club. Das heißt, mit einem Fitnessstudio dran, mit ganz vielen verschiedenen Kursen, die man belegen kann. Sarah zum Beispiel will Yoga machen, aber auch mit so einem schönen großen Saunabereich. Ich bin heute Morgen extra früh aufgestanden, um 6 dort zu stehen. Eine halbe Stunde laufen, habe ein bisschen an den Gewichten rumgespielt und bin hinterher noch in die Sauna gegangen. Und jetzt fühle ich mich frisch. Das bunte Leben. Ich hatte schon die ersten drei Meetings für Liebke Leo. Und jetzt habe ich Martha. Heute Morgen beginnt für Magnus und Mathilda die Eingewöhnungsphase in der Kita und das macht Sarah. Das wiederum heißt, ich habe Martha und ich schwank jetzt, was ich mache. So richtig arbeiten kann man eben doch nicht, wenn der Zwerg dabei ist. Und ich überlege jetzt, entweder ich hier ins Museum gehe oder ich gehe im Schloss Charlottenpark ein bisschen durch den Schnee spazieren. Mal schauen. Geschlossen. Das muss ich mir echt merken, dass Museen ganz offensichtlich am Montag Ruhetag haben. Jetzt habe ich noch eine andere Idee eben gehabt und zwar ist ja hier gleich das Schloss quasi gegenüber, das Schloss Charlottenburg. Und ich gehe einfach in das Schloss rein. Heute bin ich richtig mutig, richtig verrückt, ja. Auf eigene Gefahr. So, das sieht jetzt leider irgendwie gar nicht so toll aus, wie es sonst aussieht. Aber ich hoffe, dass es offen hat, weil das wäre schon echt merkwürdig. Dann wäre Montag der kulturfreie Tag. Montags geschlossen. Voll krass, wie idyllisch das aussieht. Ja, man sieht das ein bisschen. Also, da ist das Schloss. Da ist der Park, da ist die Spree. Der Park ist so geil. Wirklich richtig cool. Hat im Winter so einen ganz eigenes Flair, weil es ist einfach kein Mensch da. Es sind vielleicht jetzt 3 oder 4 Menschen über den Weg gelaufen. Durch den Schnee ist alles so ein bisschen gedämpft. Sieht voll schön aus. Okay, nachdem jetzt doch ein paar mehr Leute bei mir gelaufen sind, kann ich festhalten, Montagmittag gibt es genau 3 Arten von Menschen, die im Park sind. Wenn es draußen kalt ist und Schnee liegt, Nummer 1, Rentner, Nummer 2, Jogger und Nummer 3, Mütter mit Kindern, mit Kleinkindern die Kinderwagen schieben. Was jetzt alles in einem nicht wirklich überraschend ist, was mich aber schon ein bisschen überrascht ist, ich habe zwar 5 oder 6 Mütter mit dem Kinderwagen gesehen, aber ich habe nicht einen Vater mit dem Kinderwagen gesehen. Ich war der einzige Vater mit dem Kinderwagen. Was mich natürlich direkt zu der Annahme bringt, dass diese alte Frauen, diese alte Klischee, diese alten Muster, dass sie immer noch existieren. Oder die Väter verstecken sich alle und sind faul und bleiben mit den Kindern zu Hause.